22. Dezember 2001. Antrag der Bundesregierung. Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz einer internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan. Und ich verbinde diese Bitte mit meinem wirklich ungeteilten Respekt, meiner Anerkennung und meinen guten Wünschen für diejenigen, die auf der Basis unserer demokratischen Entscheidung sehr bald in Afghanistan Dienst tun werden müssen. Ich sehe mich in der Gesellschaft so, dass ich eigentlich für den Schutz jedes einzelnen deutschen Bürgers verantwortlich bin, sollte es zu einer Krisensituation kommen. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Die Öffentlichkeit stellte wiederholt die rechtliche Legitimation des Einsatzes in Frage. Außerdem wurde in den Medien heftig darüber diskutiert, ob in Afghanistan ein Krieg oder ein bewaffneter Konflikt stattfand. Definition Krieg. Beispiel Afghanistan. Am 20. September 2001 hielt der damalige Präsident der USA, George W. Bush, eine Rede an seine Nation, die weltweit Beachtung fand. 9 Tage vorher, am 11. September 2001, hatten die Anschläge auf das World Trade Center in New York stattgefunden. Der Präsident rief in seiner Rede die amerikanische Nation zum Krieg gegen den Terror auf. Wichtig für die Streitkräfte und auch für die Bevölkerung insgesamt, denn wir sind ein Teil dieser Bevölkerung, ist wichtig, dass man sich über das Thema Sicherheit und Sicherheitspolitik offen, klar, deutlich auseinandersetzt. Wir werden nie alle, und das ist auch, denke ich, das ist eines der Schönen an unseren Gesellschaftsformen, der gleichen Meinung sein. Thank you.